Willkommen, Freunde, zurück bei Assassin's Creed Syndicate. Komm schon, ich kann nicht auf Nachzügler warten. Den nehmen wir mal mit. Und... Aua. Solltest du wirklich, ich sehe das nicht. Dann hast du dich mit. Wow. Wiedersehen. Wie läuft's bei dir? Ich glaube, du hast auf mich geschossen. Geschieht dir recht. Okay, gut. Hier sind wir. Erfuhr ist Level 4, wir haben Level 3, wir gehen trotzdem mal hin. Und tschüss, erstmal hoch hier. Ja. Sollen wir welche befreien? Alle Kinder befreien, keinen Alarm auslösen, den Vorarbeiter töten. Den nochmal töten, keinen Alarm auslösen. Okay. Meine Hunde mitbringen, um euch anzutreiben. Ein kleiner. Ich sollte meine Hunde mitbringen, um euch anzutreiben. Kriegen wir die gleichzeitig? Nein. Er kann es nicht mit uns aufhören. Hört nicht auf! Keine Hemmungen! Verteilt deine Innereien auf dem... Greift ihn von der anderen Seite an! Nein, sollst du rein. Seht ihr ihn? Es wird alles gut. Ich schätze dich auf! Tschüss. Komm, sabotieren. Schnapp dir die Schelle ein. Ist eigentlich noch jemand?
helfen. Dankeschön. Du wirst uns keinen Ärger mehr machen. So. Ach, hoffentlich hat das richtig weh. Ich bin ja bei dir. Vielen Dank. Sehr schön. Kein Alarm auslösen, haben wir geschafft. Ha! Und ein Diebesgürtel erhalten. Das bewerte ich mal. War doch sehr schön. So. Und das nächste kleine Gebiet hier. Kinderbefreiung. Das nächste kleine Gebiet haben wir befreit. Holen wir uns mal eben die Kisten hier. Die eine ist da oben und die andere ist da oben. Das heißt, wir müssen nochmal nach oben. Willst du? Danke. Hier haben wir eine Kiste. Zack. Und hier ist die Kiste. So. Zack. Was machen wir jetzt? Machen wir das hier. Gehen wir da hin. Die standen im Weg, oder? Und hopp. So geht's schneller. Zack. Was ist das denn? So, konnten wir es einfach mal mitgenommen. Einfach mal geklaut haben wir es. Schwupp. Das Ziel nicht mehr, das Ziel nicht mehr zwei Zivilisten töten lassen. Ich bin ein toter Mann. Zack. Der Schuss wird sitzen. Zack. Gehst du weg von der Glocke? Der ist uns aber genau ins Messer gelaufen. Wer wagt es, hier auf uns zu schießen?
Irgendwo. Irgendwo sind noch welche, ich weiß nur nicht wo. Da oben! Das ist ein sinnloses Unterfangen! Hab dich! Ich hatte Also wirklich? Steht hier auf dem Dach und schießt auf uns. Was fällt der denn ein? Zack. Okay, die ganzen Leichen verschwinden nach einer Zeit. Wieder nehmen, wo ist es denn? Hä? Da ist es. So, zack. Dann können wir jetzt aus dem Gebiet hier verschwinden. Das wollte ich zwar eigentlich gar nicht machen, aber... Naja. Warum nicht? Haben wir noch ein Gebiet hier befreit. Templerjagd abgeschlossen. Zack. Schön. Mr. Owen, Sie sind wahrhaftig der unausstehlichste Flegel, den ich je das Unglück hatte, zu meinen Bekanntschaften zählen zu müssen. Mr. Dickens hatte recht. Selbst das schlechteste Wetter kann Ihnen nichts anhaben. Schlechtes Wetter? Ha, ich war schon immer überzeugt, dass vorhandene Einflüsse für die gottgegebene Entstehung neuer Arten verantwortlich sind. Darf ich Sie daran erinnern, Sir? Es ist wahrscheinlich noch ewig so weitergegangen. Naja. Ich sagte es bereits, Sir, ich hatte nichts mit dem anonymen Artikel zu tun. Nichts, sage ich. Das ist gelogen, Sir. Das wissen Sie. Ich habe keine Zeit für diesen Nonsens. Nonsens! Es sind mein Name und meine Reputation, die Sie mutwillig beschmutzen, Sir. Mein eigener Name. Ha! Ha! Verflucht! Los! Hier! Das ist Richard Owen. Ein gemeiner, niederträchtiger, erbärmlicher Schuft. Wirklich? Ich hätte geschworen, Sie sind gute Freunde. Mr. Owen arbeitet in der Anstalt. Er weiß, wer den Sirup herstellt. Ihm nach! Schnappen Sie! Gut, dass die Kutsche hier stand. Hihi. Entführen. Idiot! Da stand doch eh für Kutsche entführen. Das war nichts. Komm schon, lauf. Auf geht's. So. Wie viel da will ich noch zahlen? Das ist es nicht wert. Merken Sie nicht, wie tief Sie in der Tinte sitzen? Gar nicht tief. Wenn Sie mich einschüttern, wollen Sie Grobian. Verschwenden Sie nur Zeit. Ich wollte schon immer wissen, wie viel Schaden so ein Vehikel einstecken kann.
Okay, wir sollen also die Kutsche beschädigen, ja? Ui! Ich habe nur ein paar Fragen an Sie, Sir. Was kommt da hin? Er wird es nicht schicken. Vandalismus! Wie ist das? Was ist mit Starricks Beruhigungssirup? Beruhigungssirup? Warum sollte ein Wissenschaftler Interesse an einem Futtermittel haben? Ich verwette Ihr Leben, Mr. Owen, dass Sie etwas wissen. Doch, ich sage Ihnen, ich weiß überhaupt nichts. Ich schwöre es, ich habe mit niemandem und hatte auch mit niemandem zu tun, der diese patentierte Medizin verkauft. Das ist vielleicht ein Teil der Wahrheit, aber Sie wissen, wer sie entwickelt hat. Sagen Sie es! Ich werde zu diesem Thema kein Wort mehr verlieren. Ich bin ein Gentleman, Sir. Nächster Halt, der Grund der Themse. Reden Sie jetzt, alter Mann! Stopp! Um Himmels Willen, stopp! Dann erzähle ich Ihnen alles, was ich weiß. Die Kutsche anhalten, aber es geht hier gerade schlecht. Wir müssen erstmal in Sicherheit, so. Langsamer! Gut so. Dr. Elliotson, Dr. John Elliotson, er hat die Formel erarbeitet. Er ist der Mann, den Sie suchen, nicht ich. Ich flehe Sie an, bitte, Sir, hören Sie auf damit. Und? War das so schwer? Ja! Na bitte, geht doch. So ist es denn. Wir können irgendwas... Mach langsam. Versuch nicht, von mir davon zu laufen. Das wird nicht klappen. Sachte. Ja. Wir müssen mal eben irgendwo... Ganz ruhig. Wir haben einen Fähigkeitspunkt. Was können wir damit machen? Es braucht wahrscheinlich alles mindestens zwei. Ja, da können wir also erstmal gar nichts damit machen. Hier könnten wir vielleicht ein bisschen... Pub-Investor kaufen. Ja, machen wir mal, kriegen wir Geld. Machen wir das. Zack. Schwarzmarktbeziehung. Wenn Sie die richtigen Personen kennen, kosten Munition wie... Ja, warum nicht? Kleine Rocks. Die besten Diebe Londons sind Kinder. Sie erhalten bessere Beutestücke. Flinker, schneller, zuverlässiger. Die Feuerwehr erreicht selbst die ärmsten Viertel Londons. Soll mir das sagen? Sponsern die Straßenfußballspiele rund um die Pubs und vergrößern die Pubklienten. Ja, okay. Ich würde mal sagen, wir wechseln hier mal wieder. Oh. Okay, können wir gerade gar nicht. Na gut. Dann. Wo sind wir jetzt eigentlich? Hier sind wir gelandet. Ich würde mal sagen, dann gehen wir mal schnell zu dem Aussichtspunkt. Treffer, hopp, 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 hopp. Zack. Zugschiff ist fast voll. Ja.
schwupp und hopp und hopp und hopp. So. Angekommen. In Ordnung. Freunde, dann würde ich einmal sagen, das soll es für heute gewesen sein mit Assassin's Creed Syndicate. Im nächsten Part machen wir weiter. Ich erstmal vielen Dank und wir sehen uns. Ciao.